Not a new amount of some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flashback, no bigger day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill. So, meine Damen und Herren, willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge von ETS Multiplayer. Heute, wir sehen es mit dem berühmten Twitcher, Rolli999 oder Rolli99. Ja, es ist relativ laut. Wir haben beide den neuen Scania S. Ja. Und man höre und staune... Halt, ich wollte eigentlich... Er ist sehr, sehr laut. Drinnen ist es schön angenehm ruhig. Wir beide fahren jetzt nach... Kiel? Jetzt habe ich es diesmal richtig gesagt. Genau. Hier drinnen sieht es richtig, richtig geil aus. Ich finde einfach nur wow. Man sieht, der CBE-Funk, den habe ich ausgemacht. Rolli ist da drüben, der sieht immer so schön aus wie immer. Und jetzt würde ich empfehlen, Rolli fährt vor, denn ich berühre mein Lenkrad gerade nicht. Ich klatsche gerade. Mein Lenkrad ist gerade schief. Ich weiß nicht, woran es liegt. Und ja, ich fahre meine schönen Sägespäne. Aber schön ist was anderes. Verpackungen. Ich habe eigentlich keine Lust auf Sägespäne. So. Also ich würde mal, ich würde mal sagen, ich muss erstmal tanken mit meinem neuen LKW. Kriegst du erstmal leer, kriegst du bekommen. Also es wird jetzt richtig eklig für mich für die Fahrt, dadurch, dass ja Dings ist. Muss ich wirklich tanken? Du hast gesagt, du musst tanken. Das war Spaß. Ich hab mir ja, gerade meinen LKW neu gekauft. Denkst du, da muss ich tanken? Ja, man weiß nie. Also so idiotisch sind, glaube ich, die Autohändler nicht geworden. Ja, wir fahren jetzt noch eine Weile. Wir wollen auch dann mal von Kiel dann noch ein bisschen weiterfahren. Ja. Und ich mach das jetzt nicht für die Klicks. Also wenn einer mal hier drauf guckt, oder ich sag das jetzt dann zum Rolli, ich mache das nicht für die Klicks für ETS, sondern ich liebe einfach ETS im Multiplayer. Deswegen spiele ich das jetzt mit dem Rolli gemeinsam und dachte mir so, yo, da kann man was aufnehmen. Dann habe ich gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ganz einfach. Genau. Was mir jetzt noch auffällt, es wäre noch ziemlich geil, wenn das im Lenkrad dieses Scania-Zeichen noch aufleuchten würde. Ja, das wäre nicht schlecht. Ey, das ist ja noch richtig pornös. Ja, ich muss mich... sehr grün. Ich muss mich sowieso noch ein bisschen hier in die Steuerung noch rein befassen. Das habe ich ein bisschen... muss ich noch ein bisschen üben. Aber ich habe es hinbekommen. Warnblink habe ich zwar noch nicht an, aber... So. Wir sagen, wir fahren nach STVO. Ja. Außer auf der Autobahn, da können wir 90, da steht ja 80, aber da können wir mit 99 fahren. Ja, es ist eben so, dass ich gucken muss, wie ich mit meinem Lenkrad hinkomme, weil ich habe kleine Probleme dadurch, dass es ja nicht ganz genau ist. Du fährst ja, glaube ich, mit Gamepad, oder? Genau. Ja gut, das habe ich gerade nicht per Hand. Ich glaube, es ist auch gar nicht mal so schlecht, mal mit den Dings zu fahren, mit dem Gamepad. Eie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 
Also wenn wir so fahren, ist eigentlich relativ okay. Weil wenn man leck ist oder sowas, dann passt das schon. So, oh, ich fahre gerade 100. Das ist natürlich ein bisschen zu viel. Ich wollte 90 fahren. Scheiße, wie ging leider Tempomat an. T, glaube ich. Scheiße, das habe ich gerade nie geguckt. Ein C. Ein C. David Tempomat. Ja. Gut, aber ich beschleunige mal noch ein kleines bisschen. Damit ich auf die 90 bin. Radarkontrolle, oder? Ja. Oh, was war denn das jetzt? Oh, das hört sich nicht gut an. Hoffentlich nur der Seitenstreifen. Oh, fuck, das ist eklig so zu fahren. So, Tempomat mache ich mal an. Da kann ich mich komplett auf das Fahren konzentrieren. Oh, es ist eklig. Das Schöne ist, draußen schneit es bei mir und hier schneit es auch. Das ist schon geil. Bei uns regnet es nur. Das ist natürlich scheiße. Radarkontrolle, ich fahre 90 hier durch und nichts wird geblitzt, geil. Das dachte ich mir auch. Der hat wahrscheinlich auf Auto eingestellt. Es ist doof, dass du die Geschenkefahrtenaktion verpasst hast. Ja, ich habe das letzte Mal, wo ich das eben aufgenommen habe, habe ich das gesehen gehabt. Dachte mir so, was? Sowas gibt's? Ja, gibt's jedes Jahr. Ja, ist mir noch nie so aufgefallen. Ich habe jetzt nie ganz gelesen, was du dann bekommst. Irgendwie Geld oder XP oder irgendwie sowas? Muss, glaube ich, ja, das ist jetzt schon wieder, glaube ich, 2x5. Zweimal fünf Frachten. Hm. Also fünf Geschenk Fahrten machen. No? Also glaube ich insgesamt Dinge 10 oder so. Also 6. Wenn du 6 statt bei mir. Oder 6. Nein, stimmt, 6. Also 12 gesamt, dass du alles erhältst, was du bringen kannst. Hm. Die ersten, wenn du die ersten 6 gemacht hast, dann kriegst du. Was kriegst du auch? Hintergrund. Für das Menü, ja, du auswählen kannst. Und du hast die Chance, einen Merch-Gutschein zu gewinnen für SCS im Wert von 50 Euro. Gut, das ist natürlich nicht schlecht. Das war, glaube ich, irgendwie so. Bei, wenn du die 12, also wenn du nochmal 6 gemacht hast, dann kriegst du die goldene Weihnachtskugel, die du im Innenraum aufhängen kannst. Alter, das würde ich nie so. Sieht doch schnieke aus, muss ich sagen. Ja, mag sein. Und dann kriegst du noch einen Paintjob. Lackierung. Was steht denn der hier so? Und aggressiven, einen Teddybären kriegst du noch, auch als Interieur-Anhänger, der dir dann so rumbaumelt. Und einen aggressiven, einen bösen Schneemann. Ja, den brauchst du manchmal. Plus noch zweiter Hintergrund. Ja, und der Merch-Gutschein würde sich von 50 auf 100 Euro erhöhen. Alles klar. Ich habe noch nie mal geguckt, was die so an Merch haben. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich jene SCS-Tasse oder so. Ja, das sowieso. Werden sie oder schon, T-Shirt. Ja, T-Shirt, Tassen werden sie haben und sonst würde ich, kann ich mir nicht vorstellen, richtig. Vielleicht noch so ein Modellauto. So ein LKW. Ja, das ist möglich. Wie viele Ausfahrten hier einfach mal gibt's? Ja. Dann bleibe ich auf der mittleren Spur. Sonst müsste ich die ganze Zeit wieder rechts, links. Ja, ich bleib auch auf der mittleren. Sowieso, weil ich kleinere Probleme habe. Also wenn ich jetzt außen überholen müsste, das wäre glaube ich für mich der blanke Horror. Mit dem Lenkrad gerade. Oh, ich hoffe, wo ich gerade mit Lenkrad dran denke, ich hoffe, dass zur Gamescom LS 18 ausgestellt wird. LS 19. LS 19. Das wird sicherlich sein, aber
Was wäre... Oh, nee. Ich habe ja jetzt schon ein bisschen gelesen, dass da für Fahrzeuge reinkommen. So ein neuer Rübenernte und alles. Richtig geil. Jetzt gibt's ja dann zuerst noch ein neues DLC für bis 17. Bin ich ehrlich, würde ich mir sowieso nicht mehr holen, weil wenn ich mir dann sowieso das 19er hole, wenn ich das 17er weniger spielen oder überhaupt nicht mehr. Ja, logisch, aber der 19er kommt erst voraussichtlich Oktober nächstes Jahr oder Ende nächstes Jahr. Das ist natürlich das Räudige. Da müsste man natürlich überlegen. Ja, es kommt darauf an, wie viel das es kosten wird, denke ich. Würde ich sagen. Ja, das sowieso. Also wenn hier ETS gibt es ja auch hier den Schwerlaster, kostet ja auch gerade mal noch nicht mal 10 Euro. 5 Euro. Naja. Ja, zu sein. Kann ich nur empfehlen jedem. Das ist auch geil. Also alleine die Begleitfahrzeuge und ein bisschen Herausforderung neue, plus noch neue Rundumleuchten. Ja. Kann man sich nicht beklagen für 5 Euro. Ich bleib gleich wieder auf der Mittelspur, sehe ich. Ja. Ja, gemerkt. Was mir gerade auffällt, eigentlich habe ich immer meinen rechten Spiegel noch an. Der ist jetzt aus. Den habe ich gar nicht an. Na, ich habe ihn sonst immer an, weil ich ja sonst immer links, rechts gar nicht so gucke. Ja. Im echten Leben machst du es natürlich und hast auch einen anderen Blick und sowas. Da kannst du auch mal rüberschielen, aber hier musst du ja immer wieder... Ich will gar nicht wissen, wie es bei dir aussieht, wenn ich so immer wieder hin und her schlenker. Oh Mann, ich bin auch schon... Oh Mann, ich bin die ganze Zeit mit Spur wechseln. Hä? Ich muss hier raus. Ach so, die Dings ändert hier, ist hier Schluss. Ja, es wechselt von 3 auf 2. So, und jetzt muss man ja hier rein. Mensch, da ist ja schon der erste Part vorbei. Das war zu hart gebremst. War ein kleiner Leck gewesen. Ich hab's gesehen, wie der Punkt auf einmal gestoppt hat. Ja, da war ein kleiner Leck gewesen. Das hat mich ein bisschen angekotzt. So, da ist ja die Folge ja schon wieder vorbei. Mensch. Müssen wir mal gucken, ob wir im nächsten Part irgendwas Ordentliches finden. Das Witzige ist, es gibt ja das Feature, wo du die eine Hinterachse vom Anhänger heben kannst, aber ich weiß nicht, was das dahinter ist. Im echten Leben hätte ich... Ja gut, im echten Leben gibt es ja auch die Funktion. Ja klar, aber dann kannst du ihn... Ach scheiße. Ja. Na, im echten da kannst Leben... du ihn dingens... Kannst du ihn ja, da sind ja, fährst du ja leer rum. Ja, also ich habe immer gedacht, der ist dann als Ersatzreifen, so weißt du? Beziehungsweise, wenn du mehr Gewicht hast, dann... So. Also im LKW genau das gleiche. Ich hab den Dom, oben, wenn ich ohne Anhänger rumfahre. Einfach wegen Gewicht und wendiger. Mhm. Sobald ich Trailer dran habe, dann Achse runter. Ja, ich mache nur bei schwerer Last runter. So, der fährt er ja, glaube ich, sowieso automatisch runter. Nee, glaube nicht. Oder ich habe es deaktiviert, kann auch sein. Ich tippe jetzt eher auf Letzteres. Hier geht die Vorstoß. Petitionenversammlung hier bei Stocks. Also. Gucken wir mal kurz auf Tag. Ach du Scheiße. Da ist was los. VTC. Ich habe noch gar nicht geguckt, wie so der Ping eigentlich aussieht. 99, 111 du. Mhm. Gut. So, los geht's. Kann man dem mal erzählen, was ein richtiger LKW ist? Warum? Ja, hier stehen nur Volvos rum. Ach du Scheiße. Oh ja, jetzt fängt es ein kleines bisschen an zu lecken bei mir.
Ach, du machst hier kompliziertes Einparken. Ich mach, ja. Ich mach schnelles Einparken. Ach du Scheiße, wie viel sind denn hier? Oh, ich fahr mal kurz durch dich durch. Tu das. Hier steht einfach mal so ein Hänger. Aber weiß, wo der hin ist. Halt, das war glaube ich zu weit. So, Alter, jetzt geht das hier richtig los mit Piep, 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 Piep. So. Das habe ich ausgemacht. Den Rückwärtssound der anderen, den kann man ja auch ausmachen. Hörst du nur deinen. Oh, das ist schon gut so. Teilweise nervt, teilweise ist es ja okay. So. So. Ausgezeichnet. Perfekt. Genauso wie ich. So, und dann würde ich sagen, Leute, war's das mit dem ersten Part mit Rolli? Der zweite Part folgt sogleich. Mal gucken, wo es hingeht. Ja, mal schauen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gebt noch einen Daumen unten. Wenn jemand das bis zum Ende geguckt hat, schreibt einfach Hashtag Ende rein. Da bin ich mir. Ich weiß, dass eh keiner schreibt macht. Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt ihr, wenn ihr wollt, und euer Olli. Ciao, ciao. Bis sie. Hop, hop.